Moin am Ostermontag, Montag sage ich schon, Ostersonntag. Ja, frohe Ostern, ne? Neue Runde Satisfactory. Ja, ich habe mal eben, ich sage, was ich noch gemacht habe, den AKW-Zug angehalten. Der steht jetzt hinten irgendwo in der Pampa, kann ich hier machen. Ja? Weil die Strahlung ist so abnormal massiv von dem Material und das Zwischenendlager, das ist noch nicht mal leer. Ne? Der bringt also jedes Mal einen vollen Waggon hier an. Und das sind ja mehrere tausend, weil die stecken jetzt mit 500. Also man hält es kaum aus hier, da. Und da rattern die Filter nur so runter. Der ist zwar jetzt da hinten beim Collider oder sowas auch ein bisschen, aber da sind nur ein paar Fässer drin. Ja? Der Rest ist natürlich dann da im Lager, da müssen wir aber jetzt erstmal nicht hin. Und selbst da oben auf dem Dach, ihr seht, ich habe Scheinwerfer dran gemacht. Die werden natürlich nur nachts angemacht. Und ist eine abnormale Strahlung. Ja? Da rauschen die Filter nur so weg. Und außerdem dieses Gebimmel geht mir natürlich auch ums Enkel. Ne? Wenn wir jetzt da unten sind und es bimmelt zu laut, ne, diese radioaktive Warnung, dann drehe ich da in der Nachbearbeitung des Videos den Ton runter. Also von den Maschinen. Ne? Hier, guck mal. Ja, bis hierhin. Und das ist ja erst der Bahnhof. Und dahinter ist... Ich kann doch nicht mal... Also jetzt da hingehen und zu gucken, wie viel Zeugs da drin ist. Naja. So, was habe ich hier gemacht? Hier ist Zement. Der fährt auch. Weil wir brauchen für den nächsten Schritt Zement. Warum brauchen wir Zement? Weil wir diese Pellets nicht schreddern können. Das können wir erst mit dem Plutonium... Mit dem Plutoniumstäben. Die können wir schreddern, ne, um den AKW-Müll loszuwerden. Oder man verarbeitet sie und schickt sie in den AKW. Dann hat man aber wieder Müll. Und dann hat man Plutoniummüll und nicht den normalen Müll. Und den kann man nicht mehr weiterverarbeiten. Der muss ja wieder irgendwo gelagert werden. Dann haben wir denselben Scheiß wieder. So, hier ist der Schalter für die, damit die nur nachts angehen. Ja. Was habe ich noch gemacht? Warte, wir gehen gleich rein. Ach so, hier. Die massiven Frame Drops. Die habe jetzt nicht nur ich, die stehen auch in dem Forum bei Coffee Stain und sowas. Das ist in der Hauptbasis, wenn man so will, unspielbar gewesen. Es gibt da so einen kleinen Hinweis, was man temporär machen kann. Das war ja mal einmal abgeschaltet, weil die Items nicht richtig angezeigt wurden. Wenn ihr hier bei Optionen geht und geht dann auf Grafik, dann seht ihr hier unten, benutze Experimental Gegenstandsdarstellung auf Förderbändern. Das war mal dann ausgeschaltet, weil zum Beispiel diese Cases, die wurden überhaupt nicht angezeigt. Das wieder einschalten, dann geht es deutlich besser. Ja, und was immer die da jetzt machen, gut, dafür ist es ja Experimental, ne? Ist halt so. So, ich muss jetzt trotzdem mal dahin, weil ich muss da ja, habe kein Jetpack an, ich muss da ja mal runterfahren. Und wir fahren links runter. Da zeige ich euch, was ich eben noch gemacht habe. Warte mal, ich gehe mal jetzt kurz schnell gucken, wie viel ist denn da noch drin. Ja, guck hier, das ist natürlich arschviel, ne? Das ist schon massive Strahlung jetzt hier. So, jetzt gehen wir da lang. Habe innen drin auch noch was gemacht. So, der Zementbahnhof, der ist auch angeschlossen. Nicht schwierig, so wie ich das gemacht habe, aber zeitaufwendig, deswegen im Off. Und zeige ich euch. Warte mal, hier könnte ich jetzt eigentlich den wieder anziehen. So, das Band da oben, was parallel zu dem ist, was mit Halterung an der Wand gemacht hat, ist das Zementband. Der hat natürlich keine Halterung, weil im Vanilla Game gibt es diese Doppel- und Dreifachhalterung nicht. Als Mods gibt es die, ne, wo man drei Bänder nebeneinander an die Wand machen kann. Hier nicht. So, habe ich jetzt aber hier gemacht. Gehen wir hier hoch. Achso, ich will mal was anderes gucken. Wie viel Wasser brauchen wir? Die Pumpe ist nämlich nicht übertaktet. 60. Hier bei dem. Die Pumpe ist nicht übertaktet, das heißt, die liefert 120. Braucht der eigentlich auch Wasser? Hier, strahlt es natürlich wieder, ne? Und übrigens, Strahlung, klar, kriegen wir hier ab, weil ich natürlich hier das Ding nicht anziehen kann, weil ich ja dieses Schwebeteil habe. Das ist auch blöd. So. Genau, die Dinger müssen wir dann mal in Ordnung bringen, weil wir müssen ja jetzt den nächsten Schritt bauen, weil wir müssen ja weiterverarbeiten. Das Zement, ja, das ist der da oben. Gehen wir mal hier hoch. Müssen wir jetzt ja gucken, dass wir überall hinkommen, ohne Jetpack. Erstmal, bis es so weit gebaut ist, dass wir hier nichts mehr machen müssen. Die verarbeitet aktuell kein Atommüll, weil das ist ja vollgelaufen. So, der kommt weg, weil den brauchen wir für die Pasta. Dafür brauchen wir aber Sachen, die überhaupt nichts mit Atommüll zu tun haben. Deswegen stellen wir das auch nicht her. Guck mal hier, die scheiß Strahlung. Das hier ist jetzt hier die Strahlung von dem Lager. Das ist natürlich richtig kacke, ne?
Das sollte das natürlich nicht sein. Wollen wir irgendwann die Filter ausbauen. So, wir müssen jetzt hier. Das ist der Zement. Der da. Der kommt da an, da steht er. Da ist er, der Zement. Wir müssen jetzt hier, mal hier guckt, Plutonium. Da kommen wir nämlich zu dem Namen. Jetzt müssen wir nämlich die ummantelte Plutoniumzelle machen und die braucht das und das. Und die machen wir im Fabrikator oder in der Werkbank. 5 die Minute ist 10 Pellets. Richtig? Oder macht der einem. Boah, ich vergesse das immer wieder. Oder ist es. Wie viele Pellets haut er hier raus? 130. Im Fabricator. Lass mal kurz gucken. Wir gehen von der Fabrikation. Die haben den hier umgenannt. Das ist jetzt der. Wir gehen mit den Pellets. Du gehst jetzt mal hier ein Stück weiter zurück. Wir machen das von hier hinten. Wir gehen mit den Pellets hier sofort raus. Quatsch. Mit dem Zement sofort raus. Und mit den Pellets hier, so nah es geht, an der Box hier. Wegen der Kollision. Also da geht wahrscheinlich hier. Okay, da müssen wir hier hin machen. Ist das ein richtiger Bogen? Der läuft jetzt gleich an. Und dann gehen wir mit den Dingern hier hinter. Ja, geht bis hier. Der läuft garantiert gleich an. Muss er ja. Achso, dann kann ich ja auch die Pellets. Ich habe nämlich hier welche daneben gestellt. Wo sind sie denn? Irgendwo. Da. Nehmen die jetzt mal in die Dash und stopp die da wieder rein. Bitte. So. Dann haben wir die hier hinten. Was wollte ich euch noch zeigen? Achso, hier. Das ist hier. Ich soll aber irgendwann mal fixen, ne? Wenn alle Maschinen laufen. Wenn alle laufen. Verbrauchen wir 20,5 Gigawatt. Unsere Kapazität beträgt 11,7. Passt nicht so ganz, ne? Das passt nicht so ganz. Müssen wir irgendwann fixen. Fabricator. Ich gucke jetzt mal gerade. Ich schließe mal einen an. Wir gehen mal hier mit dem. Wir haben ja hier Platz. Warum wollen wir hier so eng bauen? Ich baue mal hier. Um Schatz. Ich habe übrigens Gasmasken mitgenommen. Auch, weil ich suche dann im Off Schnecken und die Festplatten. Einige davon habe ich gesehen. Die liegen im Gas drin. So. Gib mir mal jetzt hier. Du machst jetzt eine ummantelte Plutoniumzelle. Ja, 10 Stück. Wenn der nicht übertaktet ist. Der macht 30. Ja, komm. Was soll der Geiz? So, bitte. Was ist denn los hier? So. Jetzt müssen wir natürlich hier... Ist das zu eng? Nee, eigentlich nicht. Wir müssen hier Splitter machen. Ich muss auf meine Masken achten. Splitter. Wir gehen mit denen hier in die Mitte. Ich kann halt dieses Schwebeding hier nicht anziehen, ne? Verdammte Axt. Lass mal gucken. Kriege ich den? Ich will nur mal was gucken. Ja. Muss den aber da hochkriegen. Ich muss ihn hochkriegen. Den gehen wir mit dem. Wir gehen mit dem hier hoch. Ja. So, dann... Ah! Warte. 1, 2. Da muss der hin. So. So. Geht natürlich nicht. Mist. Müssen wir nochmal hier, warte. Kriegen wir den noch irgendwie, dass es ein bisschen besser aussieht? Da muss der halt nochmal ein Stück weiter. Soll der Geiz. Jetzt müssen wir es halt so machen. Was ich aber nicht will. Jetzt ist der ein Stück weiter. Jetzt habe ich die Dinger in der Dash. Oh. Ich will nicht, dass... Ich will, dass der... Da, warte, dann machen wir es anders. Weil der muss ja da rein. So. Kriegen wir hier den
schnell mal hier so hin. Was ist denn Stress mit diesem Atommüll? Natürlich nicht. Manchmal reicht es, wenn du nur dieses Ding abbaust. Seht ihr? Na, das ist da hinten dran gesnappt. Das sieht jetzt beschissen aus. Das muss ich anders machen. Ich will aber jetzt hier nicht die Strahlung hier wie blöd abkriegen. So. Das mache ich im Off. Das sind so, wir machen jetzt diese so und dann macht man halt nochmal hier dahin. So. So. Und so. Alles Fünferband. Normalerweise mache ich es ja nicht so, aber gut, ich kann es ja nochmal in App ändern. Wie viel von dem Zement brauchen die denn eigentlich? Nochmal hier kurz gucken. 20! Ja. Ich finde es manchmal, wenn die Sachen langsamer über das Band laufen, sieht es gut aus. So, warte. So. Aber das Zeugs muss weg. Jetzt muss man natürlich mal kurz aufpassen, da läuft nämlich dann die Maschine voll. Da konzentriert sich der Kram da wieder. Kann ich hier eigentlich an die hochkrabbeln? Ja. Hä? Ja. Das ist doch genau das Problem. Scheiße, genau das habe ich gemeint. Ich habe schon wieder den Fehler gemacht, dass das da nicht geht. Ja, okay. Dann so bitte. So. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir den da hinkriegen. Splitter machen wir es halt so. Wo ist denn das Ding? Hier. Hier. Mal gucken. Ob die auch da manchmal snappen, die ja geht. Gehe ich mal hier raus. Verdammte Axt, ey. Ey, was ist ein Strahlungslevel? Achso, ich habe den Kram ja in der Tasche, ne? Geh mal weg. So. Ist da noch Platz drin? Warte mal, ich kann ja hier... Nimm den nochmal in die Tasche und stopp den mal da hinten rein. Ich stopp den mal hinten rein. Dann ist Ruhe im Karton. Alles zufrieden. Flup. Ja, ich will hier nicht durch die Gegend fahren. Wie gibt es das denn? 11 Filter noch. So. Alter! So. Jetzt kommt gleich der Dings. Jetzt kommt gleich der... Ist hier irgendeine Stelle, wo ich keine Strahlung abkriege? Nein. Mann, ey. So, jetzt haben wir die Dinge. Und warte, ich bin jetzt zu faul, ins Lager zu dappen. Ausrüstung. Kaufen, Shop. Kaufen. Oh, da gibt nur noch 10. Ha, das haben sie geändert. Interessant. Der hat nämlich kurz in der Experimental hat der 50 gegeben. Deswegen hat mich das gewundert. So, den haben sie wieder geändert. Okay, alles klar. Dann haben wir hier das. Wir brauchen hier Sturm. Ich kann halt hier nicht fliegen, verdammt. Wo holen wir uns denn den her? Den müssten wir eigentlich, sollten wir eigentlich von der Wand holen. Das ist der einzige Strommast. Wo kriegt denn der seinen Strom her? Ja. Und du? Du warst nur wegen dem Fliegen da dran. Kann ich jetzt hier sowieso nicht mehr, ne? Aber wir könnten den von da unten holen. Oh Mist, ey. Ja, das ist natürlich wirklich kacke. Gehen.
Wir brauchen ja hier irgendwie Strom, und zwar ohne, dass das Gewusel da ist. Ne? Das ist ja wegen dem, da wir jetzt hier sowieso nicht mehr fliegen können. Kommt der ganze Kram her, warte mal. Machen wir das mal gleich richtig. Ich glaube, die sowieso stehen, ne? Ihr habt keinen Strom mehr hier, wahrscheinlich. So. Ja, dann machen wir den weg. Hier ist Strom. Was willst denn du eigentlich mal werden, wenn du fertig bist? Da ist kein Strom. Die kann man übrigens nicht anklicken, um zu gucken, ob, wie viel Energie. Das geht nicht. Mist, ey. Sollte nicht eigentlich jetzt irgendwie... Ach, hier drin habe ich noch kein Licht. Genau, das ist unsere Stromleitung. Okay, dann machen wir das so. Gehen wir der da dran. Müssen den updaten. Mit Strom, damit das da ein Wanddurchbruch wird. Oh, der macht er nicht mehr. Haben sie das wieder geändert? Das ging nämlich mal. Ach, Leute. Das ging nämlich mal, dass das ein Wanddurchbruch, dass man einen normalen, kurzfristig ging das mal, aus einem normalen einen Wanddurchbruch machen kann. Also nicht Wanddurchbruch, aber so eins, der auf beiden Seiten geht. Das ist natürlich blöd. Das geht's nicht mehr. Haben sich dabei wieder gedacht. Wo ist denn das Ding überhaupt? Da oben. Komme ich doch hier rein. Nochmal einen Anzug an? Ja. Gehen wir hier mal hoch. Gehen hier mal lang. Da ist das Ding. Da gehen wir hier unterm Dach lang. Hier. So. So. Dann in der Mitte gehen wir mal mit dem Ding runter. Ja, machen wir das schon. Machen wir das mal gleichmäßig. Gehen wir da. Schließen das Ding kurz hier an. Oh. Achso. Okay. So, ich mach mal gerade die Stromverbindung von den Dingern. So, Strom ist da. Dinger sind angeschlossen, produzieren auch. Jetzt holen wir uns diese Uran, ummantelten Uran-Dinger da mal raus. Dazu brauchen wir eine Fusionation. Wir machen die hier in die Mitte und gehen dann... Wir haben hier Platz. Und ich meine, das Ding bleibt ja nicht so leer hier, ne? Ist ja nicht so, dass das einfach eine fliegende Plattform bleibt. Wir machen das so. Und so. Und rein wegen der Optik machen wir hier, obwohl ich da... Ich weiß, ich bräuchte da keinen. Hä? Alter? Aber ich mache einen hin. So, der ist ja nicht schnell. 50 Minuten. Das heißt, wir gehen mit der Organisation hier ganz geschmeidig um von der Logistik und machen hier ein 1er Band rein. Und dann kommen die ummantelten Uranzellen. Plutonium, nicht Uran, verdammt. So. Da sind sie. Machen wir das Licht aus. So. Schön, wie es strahlt. Ganz toll. So, dann haben wir das. Dann haben wir das. Das funktioniert. Der macht halt jetzt nicht. Warte mal. Doch, die sind da ja vollgelaufen. Warte mal. Der braucht doch nur... Ich habe nicht... 10 die Minute, ja. Der kriegt aber nicht genug von dem Ding. Da muss ich... Hier, von ihm hier. Der läuft nicht durch, weil er nicht genug von der ist. Das ist halt jetzt vollgelaufen. Aber wir machen davon nicht 100, sondern nur 50. Was... nichts daran ändert, dass der halt jetzt erstmal ununterbrochen läuft. Bis. Ne, macht auch Krach wie Bolle. So. Ummantelte Uran-Plutonium, Mensch. Ummantelte Plutonium. So, dann gucken wir mal hier. Und dann machen wir den Plutonium-Brennstab. Und da kommen unsere Drohnen ins Spiel. 3 Stück an der Zahl. Und dazu müssen wir zurück ins Hauptlager und dort die Drohnen-Hubs bauen, die hier hin sollen. Oben auf dem Dach haben wir schon 3. Da oben sind sie. Und aufs Dach hoch. Oben auf dem Dach haben wir 3.
Wo drin werden die gemacht? Ist natürlich, kann man die da irgendwie oben hin? Warte mal. Im Manufaktur werden die gemacht. Warum soll ich drei Items hier runterholen, wenn ich eins nur hochschicken muss? Hier kommt übrigens Licht dran. Hier unten drunter. Die Sonne geht auf. Ich überlege gerade. Warte mal. Da habe ich natürlich die ganzen Strommasten weggemacht. Komme ich da hin, ohne dass ich mir die Knochen breche? Halbwegs. Okay. Das muss man auch noch hier anständig machen. Du kannst eigentlich auch weg. So. Ja, wir müssen ins Hauptlager und dort die Drohnen fertig machen. Ich gehe hier oben aber erst nochmal gucken, ob ich die auch umbenannt habe, dass ich das auch weiß. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.